Mensch, ja komm, Badewanne! Na, Bade! Na, wir gehen in die Badewanne! Na, komm her! Esser, komm, na, komm, baden! Baden! Na, komm! Warte mal kurz. Esser aus Nibellen! Komm mal hier! Nein! Opa, jetzt kommst du her! Wir gehen jetzt baden, komm her! Esser, Bade, Bade! Na, Bade, Bade! Das ist ein Kunde. Okay. Ich hab Bade, Bade machen. Bade, 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 komm, komm, Bade, komm. Komm, Bade, komm. Bade, Bade, komm. Bade, komm, baden. Bade, 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 komm hier, Bade, komm. Ihr Wein, Bade, komm mal her, komm mal hier. Esa, komm mal hier, ja, komm mal hier, komm mal hier, ja, beide, 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 beide. Welche Rechnung muss zuerst bezahlt werden? Die von der Prostituierten oder die vom Bußgeldbescheid aus Flensburg? In Mathe nicht aufgepasst? Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Ey, Mama, McDonald's hat gerade angerufen. Warum das denn? Sie sollen Papa abholen. Wieso? Er steckt wieder in der Rutsche fest. Was soll das im Video? Leute, ich gebe mein Haustier Medikamente, indem ich die Medikamente in seinem Futter verstecke, damit er sie isst. Der Dönermann macht im Prinzip dasselbe, so dass ich Salat esse. Er geht vorbei, ich so, hey, wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. Ich halte dich fest. Ja, dein Zug? Ja, lauf, 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 okay. Ja. Ich habe dir was besorgt, was von 0 auf 100 in 3 Sekunden ist. Oh. Ich hol's. Oh Gott. Hier stell dich mal drauf. Oh, dein Ernst? Hallo Jenny, natürlich mögen wir dich. Na klar mögen wir dich. Zu euren Fragen. Wir gehen heute Abend auf alle Fälle nochmal live. Wie lange wissen wir noch nie? Weil wie ihr ja wisst, haben wir heute übelsten Spaß in der Küche gehabt. Und echt jetzt? Nein. Würden da gerne eure Fragen nochmal live beantworten. Ja. Ja, wollten wir machen. Genau. Ja. Die Kinder sind noch am Verzieren. Hallo. Da sind sie. Die Küche ist halbwegs wieder sauber. Mine versteckt sich, kann sich aber nicht verstecken, weil ich nehme mich trotzdem auf. Wir sind halbwegs alle wieder sauber, die Küche auch und ja. So, bis später. Ciao, vor deiner Nase. Ja, echt. Mega Prank. Gleich. Naja. Was ist los? Schatz? Ja? Letztens habe ich meinen Arzt gefragt, ob man mir Viagra verschreiben kann. Wofür? Dann hat er gefragt, für zu Hause oder zum Mitnehmen. Da habe ich gesagt, ey, was ist denn der Unterschied? Dann hat er glatt gesagt, die für zu Hause, die machen zusätzlich 2 Stunden blind. Echt jetzt? Run. Mein Bruder hat gerade gesagt, als Baby hat er den ganzen Tag geschlafen. Außer beim Essen und auf dem Klo gehen. Hatte mein Bruder nicht eine Wendel an als Baby? Keine Ahnung. Mein Chef sagt immer, ich soll mehr Entscheidungen treffen. Wir haben jetzt einen Glühweinstand im Foyer. Boah, Leute. Da kommt doch ernsthaft mein Chef 8 Stunden vor Feierabend mit Arbeit an. Töre! Töre! Hey! Mein Elefant, darf ich vorstellen? Dumbo! Also mein Fitnesslevel ist ja so zu vergleichen wie mit einem Stein. Ein Friseur wurde gestern verhaftet, weil er Drogen verkauft hat. Ich war jetzt 7 Jahre bei einem Kunden. Ich wusste gar nicht, dass er Friseur ist. Sachen gibt's. Mein Gehalt ist wie eine Periode einer Frau.
kommt einmal im Monat, ist nach 5 Tagen weg und wenn es nicht kommt, habe ich ein Problem. Schlimm. Immer wenn ich meinen Hund frage, wie ich aussehe, sagt er, wow, darum liebe ich ihn so sehr. Leute, mein Kontoauszug ist auch nur eine visuelle Aufzeichnung von fragwürdigen Entscheidungen. Moin Leute, mein Nachbar hat mir vorhin erzählt, dass ein 2,5-jähriger Sohn schon trocken ist. Nennt mich altmodisch. Aber mit 2,5 Jahren schon ein Alkoholproblem? Boah, Leute, ich habe ja den leisen Verdacht. Mein Schlafrhythmus schläft mit jemand anders. Ja, meiner auch. Leute. Mein Trainingsraum ist endlich fertig. Wartet ab. Da ist das Trainingszimmer für mich. Oder wie auch immer. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist jemand, der trainiert. Leute, ich wollte eigentlich eine Diät machen, damit Menschen im Sommer meinen wunderschönen Körper beobachten können. Was soll ich sagen? Ich mag Essen mehr als Menschen. Leute, meine Eltern fliegen heute in die Karibik. Und die haben mich in keinster Weise gefragt, ob ich mitkommen will. Echt krass, wie die immer wieder vergessen, wer ihnen später das Pflegeheim aussucht. Tja Leute, was soll ich euch sagen? Meine erste große Enttäuschung erlebte ich als Kind bei einer Schnitzeljagd. Ich musste feststellen, dass da gar keine Schnitzel gab. Warum lachst du so? Du blöde bist. Du machst Selbstgespräche mit deinem Handy. Meine Ex hat mir heute Morgen mal wieder eine Nachricht geschrieben. Ich wünschte, du wärst hier. Und ich finde das langsam echt lächerlich. Weil das macht sie immer, wenn sie am Friedhof vorbeifährt.